Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Wir beginnen mit der Frage 296 und die Frage stellt der Kollege Dr. Naas. Herr Kollege, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, inwieweit bzw. mit welchem Ergebnis ist die Aufstellung weitergehender Geschwindigkeitsbeschränkungen an der Bergshäuser Brücke auf der A44 inzwischen geprüft worden? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, ich freue mich über die Frage und das Interesse der Freien Demokraten an Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen. Als Ergebnis eines aufwendigen und komplexen Prüfverfahrens wurde von Hessen Mobil per Anordnung vom 23.03.2020 die bestehende nächtliche lärmschutzbedingte Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h für den Schwerlastverkehr auf der Bergshäuser Brücke der A44 dahingehend erweitert, dass die Beschränkung nunmehr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gilt. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 297. Fragestellerin ist die Kollegin Böhm. Danke sehr. Ich frage die Landesregierung, welche Nutzung ist von Seiten der Polizei in dem neu zu errichtenden Gebäude hinter dem TIGZ in Ginsheim-Gustavsburg geplant? Herr Staatsminister Beuth. Frau Abgeordnete, die Raumschießanlagen sollen weiter ausgebaut und modernisiert werden, um für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ein modernes Arbeitsumfeld und bestmögliche Trainingsbedingungen sicherzustellen. Das Grundstück in Ginsheim-Gustavsburg wird als möglicher Standort zur Errichtung eines Einsatztrainingszentrums West der Polizei in Erwägung gezogen. Eine Standortakquise für das EDZ wird federführend durch das Finanzressort durchgeführt. Ob es letztlich hierzu kommen wird, ist aktuell noch offen. Das Neubauprojekt für ein Einsatztrainingszentrum West hat eine richtungsweisende Bedeutung für zukünftige Trainingsstätten der hessischen Polizei und soll den jährlichen Aus- und Fortbildungsbedarf von etwa 3.500 Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten sowie von hessischen Spezialeinheiten der Polizeibehörden aus dem Großraum Wiesbaden abdecken. Die Planungen sehen insgesamt 4 Raumschießanlagen und 3 Einsatztrainingsbereiche sowie dazugehörige Nebenräume vor. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Böhm. Ja, danke. Das mit den Raumschießanlagen, das müssten Sie mir bei Gelegenheit noch mal erklären. Darüber kann ich mir gar nichts vorstellen. Aber meine Frage konkret ist, wann ist geplant, dass dieser Prozess, diese Eruierung abgeschlossen werden sein soll? Herr Staatsminister. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber wenn ich das richtig weiß, wird frühestens die Stadtverordnetenversammlung im Juni über die Frage Bau des Bürgerhauses, was dort mit einer Rolle spielt, entscheiden. Und dann in diesem Zusammenhang wird es dann möglicherweise eine Entscheidung auch hierzu geben. Aber ob das im Juni erfolgt oder im späteren Jahr, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Gibt es Zusatzfragen? Ja, Frau Kollegin Böhm, bitte. Ja, eine zweite Frage ist, weshalb hat die Landesregierung auf Anfragen der Presse zu diesem Thema nicht reagiert oder keine Auskunft gegeben? Herr Staatsminister. Der Vorgang ist, das sagt mir im Moment nichts. Das sagt mir nichts, schlicht und ergreifend. Wenn Sie einen Artikel haben, wo da irgendwie etwas drinsteht, dann müssen Sie mir den geben und dann will ich mich da gerne drum kümmern. Aber dass wir keine Auskunft dazu gegeben haben, weiß ich nicht. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Zusatzfragen. Dann kommen wir zur Frage 298. Fragestellerin ist die Kollegin Dr. Daniela Sommer. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wann will sie die Pflegeunterstützungsverordnung novellieren? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, wie Sie wissen, nimmt die Landesregierung die bestehenden Hinweise auf die angespannte Angebotslage bei Pflegeunterstützungsleistungen im Alltag sehr ernst. Wir beabsichtigen deshalb nicht, wie zunächst vorgesehen, die Pflegeunterstützungsverordnung erst 2024 zu novellieren, sondern wir haben bereits jetzt mit der Vorbereitung begonnen. Als erster Schritt wurde eine Abfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten als den Anerkennungsbehörden für Anbieter durchgeführt, um die Erfahrungen mit dem Anerkennungsverfahren zu evaluieren.
Die Ergebnisse wurden im Dialog mit den Anerkennungsbehörden, der ständig tagenden Arbeitsgruppe zur Pflegeunterstützungsverordnung und den Pflegekassen im Hinblick auf mögliche Änderungen der Pflegeunterstützungsverordnung erörtert. Gegenwärtig werden diese Gespräche ausgewertet, um eine Novellierung der Pflegeunterstützungsverordnung vorzubereiten. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Sommer? Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und schön, dass die Novellierung schneller kommt, als Sie die vorhatten. Vielleicht könnten Sie uns noch mal etwas darüber berichten, was mögliche Änderungen sein könnten. Und vielleicht könnten Sie uns auch berichten, wir haben ja schon oft in den Ausschüssen und auch hier im Plenum darüber diskutiert, durch die verschiedenen Berichtsanträge, dass bislang wenig Angebote zur Unterstützung und Entlastung anerkannt wurden. Wie hat sich denn die Angebotsstruktur in Hessen weiterentwickelt? Herr Staatsminister. Ich beantworte Ihnen mal die zweite Frage, wenn Sie schon zwei in einer Fragestellung verstecken. Es besteht insgesamt ein Plus von 66 Anbietern im Vergleich zum Jahresanfang 2019. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Dr. Sommer, Sie dürfen noch einmal. Bitte schön. Ja, dann stelle ich einfach noch mal meine erste Frage, die ich damit verbunden hatte, ob Sie schon mal zu den möglichen Änderungen, die Sie angesprochen haben, weil Sie ja die Anerkennungsrichtlinien und Verfahren erörtert haben, ob Sie da zu den möglichen Änderungen schon was sagen können, weil das wäre ja wichtig, dass weitere Angebote endlich in Hessen anerkannt werden, damit die Hilfen endlich bei den Menschen auch ankommen. Herr Minister. Also wie gesagt, es sind ja auch Hilfen angekommen, aber ich gebe Ihnen insoweit recht, als dass die Pflegeunterstützungsverordnung ja auch die Erwartungen, die wir an Sie gestellt haben, noch nicht vollumfänglich erfüllt. Wir haben uns deshalb natürlich besonders interessiert für die Hinderungsgründe für potenzielle Anbieter. Dazu zählt vor allem die Basisschulung. Sie hat ja gegenwärtig einen Umfang von 40 Stunden. Das hatten wir auch schon verschiedentlich im Ausschuss diskutiert und ist von allen leistungserbringenden Personen mit Ausnahme von Fachkräften zu absolvieren. Der Umfang ist offenbar einer der Hinderungsgründe. Das könnte also ein Bereich sein, dem wir uns widmen. Außerdem sind die Formalien des Anmeldeverfahrens offensichtlich teilweise ein Hinderungsgrund. Da werden wir uns noch mal anschauen, ob man diese ein wenig entschlacken kann. Und der dritte am häufigsten genannte Hinderungsgrund ist das Erfordernis, eine Fachkraft an dieser Schulung zu beteiligen. Das muss man sich natürlich auch vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung ganz genau anschauen, ob man an dieser Stelle wirklich eine Lockerung vornehmen will. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf Frage 299. Auch hier ist die Fragestellerin die Kollegin Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie ist in Hessen sichergestellt, dass psychisch erkrankte Menschen eine bedarfsgerechte ambulante Nachsorge erhalten? Herr Staatsminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ambulante Hilfen sind in der psychiatrischen Versorgung nicht nur Nachsorge, sondern vor allem auch Vorsorge. Und in der Psychiatrie hat der Grundsatz ambulant vor stationär ja besonders hohe Bedeutung. Den Sicherstellungsauftrag, die ambulante Versorgung im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches 5 zu gewährleisten, hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen. Zum Stichtag 1. März 2020 waren im Bereich der Nervenärztinnen und Ärzte hessenweit 331 Ärztinnen und Ärzte tätig. Dieser Bereich umfasst Neurologinnen und Neurologen sowie Psychiaterinnen und Psychiater. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater waren hessenweit 55,62 Ärztinnen und Ärzte tätig. Im Bereich der niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten waren hessenweit 2227,52 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten tätig. Zusätzlich gibt es noch die psychiatrischen Institutsambulanzen an den psychiatrischen Fachkrankenhäusern bzw. Fachabteilungen, sowohl für die Erwachsenen als auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und auch im Bereich der Teilhabe gibt es eine Vielzahl von Hilfen. Das sind unter anderem psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, Tagesstätten, Werkstätten und auch betreutes Wohnen. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Dr. Sommer?
Sie haben jetzt aufgezählt, was es alles gibt. Könnten Sie auch berichten, wie viele Angebote derzeit fehlen, damit Strukturen und Unterstützung bei psychisch Erkrankten in der gemeinpsychiatrischen Versorgung vorhanden sind oder ankommen? Herr Staatsminister. Nein, das kann ich Ihnen nicht berichten. Der Sicherstellungsauftrag liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Insofern gehe ich davon aus, dass er auch entsprechend gewährleistet wird. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage ist die Frage von der Kollegin Böhm. Dankeschön. Sie haben ja aufgezählt, die ganzen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Das ist ja nur ein Teil der Vor- und Nachsorge der psychiatrischen Erkrankung. Meine Frage geht dahin, was ist denn mit den geplanten und versprochenen Krisenzentren, die für Menschen 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sind, die in einer Krisensituation sind. Das können ja wohl kein niedergelassener Psychiater oder eine Psychiaterin leisten. Herr Staatsminister. Sie wissen, dass wir diese Krisenzentren ja vorgesehen haben, aber wir sind noch nicht in der Umsetzung. Insofern ist an dieser Stelle noch ein Bedarf. Das hat aber jetzt mit der bedarfsgerechten Nachsorge, die ja Gegenstand der Frage war, erstmal nichts zu tun. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecke. Herr Minister, stimmen Sie mit mir überein, dass der Sicherstellungsauftrag das eine ist, was die kassenärztliche Vereinigung zu gewährleisten hat, und das andere, dass sie das nicht gewährleistet, wie wir insbesondere im ländlichen Raum ständig erleben? Minister. Es gibt, das trifft ja auf alle ärztlichen Versorgungen zu, es gibt sowohl Gebiete, in denen es eine Überversorgung gibt, als auch einen unterschiedlichen Grad der Erfüllung der Versorgung, auch eine unterhalb von 100%. Insofern stimme ich mit der Aussage überein. Letzte mögliche Zusatzfrage stellt die Kollegin Dr. Sommer. Ich möchte noch mal auf meine vorherige Frage zurückkommen. Ich fragte nach der gemeindepsychiatrischen Versorgung. Dazu gehören die Ambulanten, die Sie aufgenommen haben, aber auch das, was Frau Böhm eben noch mal ausgeführt hat, nämlich beispielsweise auch der sozialpsychiatrische Dienst. Und der sollte ja die Krisendienste umsetzen. Sie haben gerade berichtet, das wollen Sie machen. Wie weit sind Sie denn in der Umsetzung? Herr Minister. Also Sie wissen ja, dann sind wir im Bereich des Bundesteilhabegesetzes, gemeindepsychiatrische Versorgung, dass die Kommunen als örtliche Träger ja zuständig sind für junge Menschen bis zum Ende der Schulzeit, sowie für Menschen, die nach Eintritt ins Rentenalter erstmalig solche Leistungen erhalten. Wir haben außerdem die Hilfen nach dem BTHG. Die werden im Rahmen eines Gesamtplanverfahrens erhoben und dann bewilligt. Dafür ist ja der jeweilige integrierte Teilhabeplan Gegenstand, der noch Ende des Jahres vom personenzentrierten integrierten Teilhabeplan abgelöst werden soll. Und dann haben wir die Fälle, bei denen sich, das würde dann für die Nachsorge zutreffen, während eines stationären Aufenthalts herausstellt, dass eine Person weitere Hilfen braucht oder beispielsweise nicht mehr in der Lage ist, wieder nach Hause zurückzukehren. Da kümmert sich dann in der Regel der Krankenhaussozialdienst um die Hilfen. Und wir haben ja im Zuge der Bearbeitung des großen Themas Psychiatrie im vergangenen Jahr auch festgestellt, dass es auch in den Akutpsychiatrien Patientinnen und Patienten gibt, die auf einen geeigneten Heimplatz warten und deshalb nicht entlassen werden können. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste Frage ist die Frage 300. Fragesteller ist der Kollege Thorsten Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wie beabsichtigt sie, den Forderungen nachzukommen, kommunale Krankenhäuser in Landeseigentum zu überführen und damit zu verstaatlichen? Herr Minister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, eine solche Forderung ist aktuell weder der Hessischen Landesregierung noch den kommunalen Spitzenverbänden bekannt. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Der Kollege Janke Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, sollten wir uns in diesem Hause nicht alle einig sein, dass anstelle von Verstaatlichungsfantasien wir die Krankenhäuser, alle Krankenhäuser in Hessen, ordentlich mit Investitionskosten unterstützen sollten, bei den Investitionskosten? Herr Minister.
Wie Sie wissen, ist das Land Hessen ja eines der Länder, Herr Pürsün, das seine Krankenhäuser überdurchschnittlich mit Investitionsmitteln versorgt, wenngleich das noch nicht den Forderungen entspricht, die seitens der Träger auch an das Land Hessen gerichtet werden. Trotzdem, wie gesagt, ist das Land Hessen an dieser Stelle weit vorne. Wir haben in Hessen 48 öffentliche, 36 frei gemeinnützige und 43 privat geführte Krankenhäuser. Insofern ist die Aufgabe groß und wir haben ja im Zuge gerade der aktuellen Corona-Pandemie auch gesehen, dass wir bei der stationären Versorgung eine gute Zusammenarbeit hinkriegen. Aber sicherlich werden wir auch nach der Pandemie darüber zu reden haben, wie die stationäre Versorgung sich in Hessen in Zukunft gestalten muss. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage hat der Fragesteller selbst und danach noch einmal Frau Böhm. Sie hat sich auch gemeldet, Frau Böhm, oder? Alles klar. Herr Kollege Warnecke, fangen Sie an. Ja, sehr geehrter Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lehnen Sie demzufolge die Forderungen des CDU-Landrates Dr. Michael Koch, Hersfeld-Rotenburg, ab. Der fordert, auch daher brauchen wir eine Verstaatlichung der Kliniken, in diesem Fall auch der kommunalen Kliniken. Habe ich Sie richtig verstanden? Herr Minister Klose. Also, wie gesagt, ich kannte die Forderung bisher nicht, Herr Warnecke. Von daher, ja, tut mir leid. Insofern kann ich mich jetzt schwer dazu verhalten, wie er das, was er konkret sich vorgestellt hat. Denn wenn es ein kommunales Krankenhaus ist, ist es ja auch staatlich sozusagen. Die Kommunen sind ja nun Teil des Staates. Die nächste Fragestellerin ist die Kollegin Böhm. Ja, danke schön. Sie haben gerade was gesagt zu der Ausstattung der Krankenhäuser mit Investitionsgeldern. In diesem Jahr ist ja aufgrund der Corona-Krise die Gelder, die für Investitionen zur Verfügung stehen würden, in eine allgemeine Verfügungsmasse eingegangen. Wie stellen Sie sich vor, dass die Investitionen, die notwendigen Investitionen in diesem Jahr denn von den Krankenhäusern gemacht werden, wenn keine weiteren Gelder zur Verfügung gestellt werden? Herr Minister Klose. Also zunächst mal haben wir ja, und das haben alle Krankenhäuser noch, alle Träger sehr begrüßt, die Mittel, die für Investitionen ursächlich vorgesehen waren, freigegeben, auch zur Nutzung, um die Liquidität sicherzustellen in dieser besonderen Situation. Wir sind im laufenden Gespräch sowohl mit dem Bund, der ja auch Garantien übernommen hat für die Finanzierung der Krankenhäuser in dieser außerordentlichen Situation, als auch mit den Trägern und gerade auch den kommunalen Trägern darüber, wie wir jetzt weiterhin mit den dort anfallenden Kosten durch Corona umgehen. Und in diesem Kontext wird das Thema sicherlich auch besprochen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Damit kommen wir zur Frage 301. Fragesteller ist der Abgeordnete Thorsten Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, welche wirtschafts- und forschungspolitischen Strategien wird sie entwickeln, um den Pharmaziestandort Hessen mitsamt der Produktion dringend notwendiger pharmazeutischer Ausgangsstoffe wieder zur Apotheke der Welt zu machen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich freue mich, Herr Abgeordneter. Ja, gut, vielen Dank. Ich freue mich, Herr Abgeordneter Warnecke, über Ihr Interesse an diesem Thema. Mein Straßenbaureferat ist zwar etwas irritiert, aber ich beantworte Ihnen auch diese Frage. Hessen ist eine der wichtigsten Standorte der Gesundheitsindustrie in Deutschland. Die hessische industrielle Gesundheitswirtschaft hat mit einer Bruttowertschöpfung von 10,5 Milliarden Euro im Ländervergleich die stärkste Wirtschaftskraft und ist mit etwa 95.700 Erwerbstätigen im nationalen Vergleich ein überdurchschnittlich bedeutsamer Beschäftigungsgarant. Die Branche ist vor allem durch die Wertschöpfung im Bereich Forschung und Entwicklung so stark, wofür sie fünfmal mehr ausgibt als der Durchschnitt der Unternehmen. Das ist auch im Bundesvergleich überdurchschnittlich. Gleichzeitig steht die hessische Gesundheitswirtschaft angesichts von Produktionsverlagerungen, insbesondere nach China und Indien, unter Druck und ist zunehmend abhängig von Wirkstoffanbietern aus Asien. Um die Stärke der hessischen Gesundheitsindustrie zu erhalten und die Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln und Medizinprodukten zu garantieren, ist es daher wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche national und international zu sichern.
Aus der Sicht der pharmazeutischen Industrie sind die politischen Rahmenbedingungen wie eine wirksame Forschungsförderung, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Hessen für Investitionen, das Vorhandensein qualifizierter Fachkräfte und eine vernetzte Forschungs- und Wissenschaftsinfrastruktur von zentraler Bedeutung. Die Landesregierung setzt hier auf Internationalität und Forschung. Sie ist bestrebt, die Rahmenbedingungen für die Arzneimittelforschung weiter zu stärken, weil der Standort auf Innovationen angewiesen ist und attraktiv genug sein muss, um die daraus hervorgehenden Produkte auch am Standort zu halten. Und das war ja die Frage, was tun wir dafür? Füge hinzu, ob man nochmal in Anführungszeichen die Apotheke der Welt werden kann, angesichts der Tatsache, dass es eben auch, ich hatte ja China und Indien angesprochen, auch auf anderen Kontinenten durchaus leistungsfähige Industrien gibt. Das weiß ich nicht. Aber dass es wichtig ist, an dieser Stelle alles in den unterschiedlichen Politikbereichen dafür zu tun, dass wir die starke Stellung, die wir noch haben in Europa, auch behalten und wenn es geht, auch wieder ausbauen, siehe Wirkstoffe, ist wichtig. Ich will Ihnen zur Forschung sagen, dass die Förderung des lebenswissenschaftlichen Bereichs eine wesentliche Säule der hessischen Forschungspolitik darstellt. Mit dem Hessischen Hochschulpakt 2021 bis 2025 hat das Hochschulbudget den höchsten Stand in der Geschichte des Landes Hessen erreicht. Mit einer Rekordsumme von gut 11,2 Milliarden Euro investiert das Land kräftig in die Qualität von Lehre und Forschung. Und auch das hilft am Ende dem Forschungsstandort insgesamt. Daneben verfügt Hessen mit der Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz LOEWE seit 2008 über ein unbefristetes, themenoffenes und wettbewerblich organisiertes Forschungsförderprogramm außerhalb des landeseigenen Hochschulpaktes und bestehender institutioneller Förderung von Forschungseinrichtungen. Das LOEWE-Programm wird bis 2025 auf 100 Millionen Euro pro Jahr wachsen, um notwendige Schwerpunktbildungen in den Wissenschaftseinrichtungen, insbesondere auch durch zusätzliche neue Förderlinien, noch gezielter zu unterstützen. Circa 40% der bisher geförderten LOEWE-Projekte, Schwerpunkte und Zentren sind primär in den Lebenswissenschaften inklusive der Medizin angesiedelt. Auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden auf Basis einer institutionellen Förderung unterstützt, wobei erklärt das Ziel der Landespolitik eine möglichst enge Vernetzung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit den Universitäten des Landes und eine deutliche Stärkung dieses Bereichs ist. Die Förderung der außeruniversitären Spitzenforschung im Rahmen der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Leibniz- und der Helmholtz-Gemeinschaft steht dabei gleichermaßen im Mittelpunkt wie die Forschungsleistungen der anderen hessischen Forschungseinrichtungen. Das House of Pharma and Healthcare ist ein zentraler Baustein zur Stärkung der Vernetzung von universitärer und außeruniversitärer Forschung in Hessen, des Wissenmanagements und der Ressourcenoptimierung. Die Landesregierung steht darüber hinaus in einem intensiven Austausch mit der Gesundheitsindustrie und ist Partner und Schirmherr der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen, IGH, an der Unternehmen der Gesundheitsindustrie, der Landesbezirk Hessen-Thüringen, der IGBCE und Vertreter aus Wissenschaft und Forschung mitwirken. In dieser Initiative werden strategisch wichtige und aktuelle Themen der Gesundheitswirtschaft erörtert. Bereits Ende 2019 hat die Landesregierung mit der IGH 5 gemeinsame Ziele definiert, um den Herausforderungen der Branche zu begegnen. Ein Ziel davon ist die Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln, indem Maßnahmen gegen Lieferengpässe angestoßen werden. Weil die Lieferengpässe sehr vielfältig sind, hat Hessen unter Federführung des Sozialministeriums zusammen mit Rheinland-Pfalz in einer Bundesratsinitiative vorgeschlagen, die maßgeblichen Gründe für Lieferengpässe hierzulande systematisch retrospektiv auszuwerten, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen für die Zukunft zur Vermeidung von Engpässen treffen zu können. Die Evaluation soll durch einen Jurfix des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte vorgenommen werden. Vorbild ist die Vorgehensweise einer Taskforce bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA bei Lieferengpässen. Sie sehen, bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Landesregierung das Thema Versorgungssicherheit angegangen und ich versichere Ihnen ausdrücklich, dass sie sich dafür auch weiterhin auf Landes- und Bundesebene einsetzen wird. Herzlichen Dank, Herr Minister. Erste Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Minister, zur Programmatik. Ich habe noch mal eine Frage zum aktuellen Stand. Wie schätzt denn die Landesregierung aktuell die Versorgung der Wirtschaft mit den pharmazeutischen Ausgangsstoffen ein, die hier angesprochen wurde? Herr Minister. Also
Sie wissen ja, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass wir, das haben wir ja in allen Bereichen gesehen, nicht nur bei der Pharmazie, sondern auch bei den Medizinprodukten. Denken Sie an die Masken und Ähnlichem, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine Situation haben, dass auf der Welt mehr oder weniger bestimmten Bereichen Monopole entstanden sind und dass es für bestimmte Wirkstoffe oder bestimmte Produkte vielleicht noch ein, zwei, vielleicht auch drei Hersteller gibt. Und wenn du Pech hast, sitzen noch die zwei Hersteller in derselben Straße in Wuhan, dann hat am Ende die ganze Welt ein Problem. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten aber, was Medizinprodukte, aber auch was die anderen Produkte angeht, eine zunehmende Sensibilisierung. Und ich darf hinzufügen, schon vor Corona. Weil, wenn Sie sich erinnern an bestimmte Antibiotika beispielsweise und Ähnliches, wir ja schon gesehen haben, dass es in bestimmten Bereichen so ist, dass es einfach zu wenige Hersteller noch gibt. Und dass diese... Ja, die Ausgangsstoffe. Ja, genau. Zu wenige Hersteller auch von Ausgangsstoffen. Das ist so. Und dass am Ende, wenn dann einer von denen ausfällt, insgesamt es ein Problem gibt. Ich füge aber hinzu, das wird eine der spannenden Fragen der nächsten Monate und Jahre werden, insgesamt, dass die Globalisierung natürlich auch dafür gesorgt hat, dass in bestimmten Bereichen so niedrige Preise gezahlt werden können, muss ich sagen, dass sich unter diesen Bedingungen die Produktion in Deutschland und Europa nicht rechnet. Und dementsprechend wird das eine der spannenden Fragen auch der Gesundheitspolitik werden, die dann wieder auf die Industriepolitik sozusagen zurückwirkt, inwieweit wir auch bereit sind, dann höhere Kosten zu vergüten und am Ende auch dafür zu sorgen, dass sich nicht nur bei Medikamenten mit einem Zusatznutzen, also sozusagen den neuen, in Anführungszeichen, Bereichen, in denen sich Forschung für eine gewisse Zeit dann rechnen muss, sondern auch bei denen, die, ich sag mal, von Generika-Herstellern weltweit ganz einfach im Grundstoff produziert werden, inwieweit wir bereit sind, auch für diese Bereiche wieder mehr Geld auszugeben. Das wird so eine der spannenden Fragen sein, weil das hat Auswirkungen auf die Frage, wie hoch beispielsweise der Krankenkassenbeitrag ist, mal um es sehr konkret zu machen. Weil am Ende, wenn man will, dass man sozusagen mehrere Hersteller hat, dass Produktion wieder nach Deutschland und Europa kommt, dann muss man auch bereit sein, im Zweifel mehr zu bezahlen, als man bisher bezahlt hat. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe bis hier folgende Meldelage. Kollege Eckert hat sich noch gemeldet und dann kann eigentlich nur noch, nicht eigentlich, sondern dann kann nur noch der Kollege Warnecker. Also, Kollege Eckert, bitteschön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, die Frage war ja, was Sie konkret tun. Deswegen würde ich noch mal nachfassen, welche konkreten Leistungen und Strategien machen Sie oder haben Sie, damit wir aus den Leistungen der Forschung diese Ideen und Entwicklungen in Produkte in Hessen umgesetzt bekommen? Weil die Frage der wissenschaftlichen Forschung ist das eine, aber wie wir es dann wirtschaftlich umsetzen können und verwerten können, ist ja die zweite. Und dazu haben Sie weniger ausgeführt. Wenn Sie da noch mal sehr konkret beschreiben könnten, was Sie da in nächster Zeit gedenken zu tun. Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Eckert, ich finde es ja erstmal verständlich, dass Politikerinnen und Politiker der Politik alles zutrauen. Aber an dieser Stelle ist klar, dass wir dafür sorgen können, dass Forschung hier ist, dass wir dafür sorgen können, dass Produktion hier ist und dass am Ende aber die Übersetzung von Forschungsergebnissen in Produkte, dass wir dazu beitragen können, dass die einen und die anderen zusammenfinden. Das tun wir im Bereich des Hochschulpaktes, im Bereich von LOEWE, im Bereich der Initiative Gesundheitsindustrie, in Debatten mit dem Bund über die Frage, wer was erstattet. Aber am Ende glauben Sie mir, dass Sie und ich nicht die besten Medizinhersteller sind. Das können dann schon andere besser und das müssen Sie dann auch tun. Wir tun alles dafür, dass die einen und die anderen zusammenfinden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecker. Eine Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz begrüßen wir selbstverständlich immer. Meine Frage lautet jetzt schlicht und einfach, da offenkundig auf europäischer Ebene darüber diskutiert wird, inwieweit in der Tat Ausgangsstoffe oder wie Sie es genannt, pharmazeutische Ausgangsstoffe oder wie Sie es genannt hatten, Wirkstoffe wieder auf dem Territorium, um es mal so zu formulieren, der EU produziert werden. Dies unterstützen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nachdrücklich trotz der Arbeitsteilung, die wir im Moment auf der Welt haben. Herr Minister.
Ja, das unterstütze ich. Sie haben sicherlich auch wahrgenommen, dass von Bundesebene, von Kollegen Altmaier und auch von Kollegen Spahn Initiativen in diese Richtung gestartet wurden, dass auch Mittel in dieser Richtung bereitgestellt werden bei der Frage Produktion von bestimmten nicht nur Wirkstoffen, sondern auch medizinischen Gütern. Und gleichzeitig gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass am Ende es um die Frage geht, gibt es auch sowas wie eine Abnahmegarantie? So, und die Abnahmegarantie setzt natürlich an dieser Stelle die Marktwirtschaft außer Kraft, weil dann setzt der Staat einen Preis fest, der muss ja deutlich höher sein als das, was bisher die Weltmarktpreise waren. Und das kann natürlich dazu führen, dass es am Ende deutlich teurer wird. Und das ist eine der spannenden Fragen, die wir insgesamt als Gesellschaft führen müssen. Das ist so wie bei den Medikamenten mit Zusatznutzen, also den Neuerungen mit allem, was dazugehört, die dann ja patentgeschützt sind, müssen sie auch sein, weil ja viel Geld in die Forschung geflossen ist. Unternehmen müssen das ja refinanzieren. Und gleichzeitig gibt es dann immer die Debatte über die Frage, ob das eigentlich auch für den Rest zur Verfügung steht. Das ist immer eine Preisdebatte, die sie dann führen. Und da weise ich nur darauf hin, dass wir als Gesellschaft wissen müssen, wenn wir wollen, dass bestimmte Bereiche in Ländern mit beispielsweise sehr viel höheren Lohnkosten, wie Deutschland und Europa es sind, wieder produziert werden, dann müssen wir auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Dann kommen wir zur Frage 302. Fragesteller ist auch hier der Kollege Eckert. Herzlichen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Einstufung auf der Prioritätenliste hat sie für die von der Kreisstadt Limburg an der Lahn gestellten 5 Förderanträge für geplante Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen vorgenommen? Herr Staatsminister Beuth. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert, für die Frage. Es muss da einen Feuerwehrmann geben, der sehr aktiv im politischen Bereich unterwegs war, weil die Kollegin Schardt-Sauer eine ähnliche Anfrage schon mal auf dem E-Mail-Wege gestellt hat. Aber ich will die Antwort auch Ihnen nicht schuldig bleiben. Gemäß Nummer 4.1 der Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen erstellen die Landkreise für die Zuwendungsanträge ihrer kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Prioritätenliste und reichen diese für das folgende Haushaltsjahr beim zuständigen Ministerium ein. Der Entwurf der Prioritätenliste ist, so regelt es die Richtlinie weiter, zuvor im Rahmen einer Bürgermeisterdienstversammlung zu erörtern. Die Niederschrift über diese Dienstversammlung ist der Prioritätenliste beizufügen. Auf dieser Prioritätenliste des Landkreises Limburg-Weilburg sind die Förderanträge der Stadt Limburg an der Lahn auf den Plätzen 7, 8, 9, 11 und 12 angegeben. Vor einer Entscheidung über die Förderung dieser Maßnahmen ist seitens der Stadt Limburg noch die Vorlage eines aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanung erforderlich, sodass eine endgültige Bearbeitung der eingereichten Zuwendungsanträge derzeit nicht möglich ist. Herzlichen Dank. Zusatzfrage, Kollege Eckert. Ja, die haben sogar nicht nur einen aktiven Feuerwehrmann wahrscheinlich in Limburg, sondern noch mehrere, Herr Minister. Deswegen könnten Sie, Feuerwehrfrauen haben die auch und Kinder- und Jugendfeuerwehren auch. Sie haben gesagt, die Positionen, wo Sie auf der Prioritätenliste sind, könnten Sie noch mal die Stadtteile dazu, weil sozusagen die verschiedenen Maßnahmen, damit man sie einordnen kann, wer auf 7, wer auf 12 ist. Herr Staatsminister. Die Stadtteile habe ich nicht dazu. Ich habe nur die Plätze, aber das kann ich Ihnen nachreichen. Also das ist kein Problem. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 303. Fragesteller ist der Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, warum verwehrt Hessen als einziges Bundesland den Physiotherapeuten die Kindernotbetreuung, während diese unzweifelhaft als systemrelevante Berufsgruppe zu jeder Zeit weiter praktizierten? Herr Staatsminister Kloth. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pürsün, die Kindernotbetreuung in ihrer ursprünglichen Mitte März beschlossenen Konzeption war ja auf die Berufsgruppen beschränkt, für die gleichzeitig gemäß der ersten Corona-Verordnung der Landesregierung eine allgemeine Absonderung als sogenannte Reiserückkehrer angeordnet wurde. Der Personenkreis der Kindernotbetreuung wurde in der Folge punktuell ausgeweitet, was jeweils Ergebnis einer Abwägung zwischen Kinderbetreuungsbedarfen und der infektiologisch notwendigen Reduzierung der Gruppengröße war. Dabei bleibt es nicht aus, dass die Notbetreuung auf bestimmte Personengruppen beschränkt bleiben muss. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Warum haben Sie trotz Kritik
die Bezeichnung Massagepraxen für Massagestudios verwendet und dabei Physiotherapeuten ausgelassen in der Verordnung und den Auslegungshinweisen. Herr Minister. Also Physiotherapie war nach meiner Erinnerung immer dann zulässig, wenn sie medizinisch begründet war. Und ich glaube, so war es durchgängig von der ersten Verordnung an. Insofern kann ich die Frage nur so beantworten, Herr Pürsün. Nächste Zusatzfrage, Kollege Pürsün. Also es mag so sein, dass Sie das gedacht haben. Sie haben es aber in die Verordnung so nicht reingeschrieben und die Bürger haben es auch anders verstanden. Sind Sie sich daher des zusätzlichen Schadens bewusst, den Sie bei dieser Berufsgruppe durch diese... Natürlich ist es eine Frage. Sind Sie sich des zusätzlichen Schadens bewusst, den Sie da angerichtet haben damit? Herr Staatsminister Klose, und bitte keine Zurufe von der Regierungsbank. Also, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten durften von Beginn an dann praktizieren, wenn sie Patientinnen und Patienten aufgrund einer medizinischen Verordnung versorgt haben. Das war immer klar, sonst würde es ja, Sie haben selber gesagt, es habe einen zusätzlichen Bedarf an Notbetreuungsplätzen gegeben, sonst wäre nicht schlüssig, dass Sie auch an der Stelle einen Bedarf gehabt hätten. Sie haben gearbeitet, ich will auch hinzufügen, dass Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die in Krankenhäusern beschäftigt sind, in Hessen auch von Beginn an als Angehörige von Krankenhauspersonal Anspruch auf Notbetreuung nach § 2 Absatz 2 Nummer 9 der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hatten. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 304. Auch hier ist der Fragesteller der Abgeordnete Janke Pürsün. Ja, Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, warum wurde das Verbot der elektiven Eingriffe angesichts der ca. 30.000 Beschäftigten des Gesundheitswesens in Kurzarbeit, insbesondere aus den Bereichen der Reha-Kliniken und Orthopädie, nicht früher aufgehoben? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, zur Schonung der Ressourcen des hessischen Gesundheitssystems wurden mit der 5. Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 16. März 2020 nicht notwendige medizinische Behandlungen ausgesetzt. Die Hessische Landesregierung hat die Situation der Krankenhäuser gemeinsam mit dem Planungsstab stationäre Versorgung stetig beobachtet und sie tut dies nach wie vor. Mit der 9. Verordnung zur Anpassung der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 1. Mai 2020 wurde die Aussetzung schließlich aufgehoben. Seitdem sind elektive Eingriffe seit dem 5. Mai in Hessen wieder möglich. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Gibt es Zusatzfragen? Zusatzfragen, Kollege Pürsün. Hätte die Aufhebung des Verbotes nicht viel früher erfolgen müssen angesichts der Tatsache, dass ein Teil der Beschäftigten Überstunden hatte und ein anderer Teil dann in Kurzarbeit gehen musste? Herr Minister. Wie gesagt, Herr Pürsün, nach unserer Abwägung, nein, sie hätte nicht früher passieren können. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Ja. Haben Sie bei Ihrer Abwägung die Unterversorgung anderer Leiden ausreichend berücksichtigt? Herr Staatsminister. Wir haben bei unserer Abwägung sämtliche Dinge, die wir zu berücksichtigen haben, also vor allem die Gesamtstabilität des hessischen Gesundheitssystems zur Versorgung von potenziell COVID-19-Erkrankten, berücksichtigt und gewichtet und danach unsere Entscheidung getroffen. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 305. Fragesteller ist der Abgeordnete Christoph Degen. Ich frage die Landesregierung, aus welchem Grund wurde das im Mai 2017 initiierte Bewerbungsverfahren für eine neue Leitung des staatlichen Schulamts für den Main-Kinzig-Kreis nun abgebrochen? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, das Verfahren zur Besetzung dieser Stelle wurde wegen der langen Verfahrensdauer abgebrochen. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 306. Fragesteller ist der Abgeordnete Frank-Tilo Becher. Bitte schön, Herr Kollege. Schönen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung,
welchen Unterstützungsbedarf bzw. welche Unterstützungsmöglichkeiten sieht sie für die hessischen Jugendbildungsstätten und ihre Träger, die mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Jugendbildungsstätten in Hessen, hier sind zurzeit insgesamt 8 nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch als Träger der außerschulischen Jugendbildung anerkannt, stehen wie alle gemeinnützigen Übernachtungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche vor großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Die Einrichtungen mussten aufgrund der 4. Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 17. März bis einschließlich 14. Mai schließen. In dieser Zeit ist ihnen verständlicherweise ein Großteil ihrer Einnahmen entgangen. Und auch nach der Öffnung am 15. Mai wird aufgrund der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zunächst nur ein eingeschränkter Betrieb möglich sein. Eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit für diese Träger sind daher die beiden Soforthilfeprogramme der Landesregierung. Einrichtungen mit Geschäfts- oder Zweckbetrieb sind antragsberechtigt für die Soforthilfe für Kleinunternehmen und können hier bis zu 30.000 Euro Soforthilfe erhalten. Rein ideelle Vereine können bis zu 10.000 Euro über das Vereinsförderprogramm beantragen. Das Ziel dieser Programme ist es, existenzbedrohliche Liquiditätsengpässe abzuwenden. Und ich weiß, dass viele Einrichtungen hier bereits Anträge gestellt und auch Hilfe bewilligt bekommen haben. Uns ist aber auch bewusst, dass diese Einrichtungen mittelfristig vor Herausforderungen stehen, denn eine normale Belegung wird vermutlich für längere Zeit nicht möglich sein. Es ist uns daher ein großes Anliegen, diese Träger zu unterstützen und dieses wichtige Angebot für Kinder und Jugendliche zu erhalten. Wir prüfen daher zurzeit, auch in gemeinsamen Gesprächen mit dem Bund, wie diese Einrichtungen auch mittelfristig erhalten werden können. Danke schön, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich. Ja, bitte, Kollege Warnecke, bitte. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Minister, gilt das für alle Jugendbildungsstätten, auch solche, die von Seiten beispielsweise kommunaler Träger angeboten werden oder beziehungsweise institutionalisiert vorhanden sind? Herr Minister. Es gilt für 8 Jugendbildungsstätten, die als sogenannte sonstige Träger der außerschulischen Jugendbildung nach dem HKJGB anerkannt sind. Ich kann Ihnen auch kurz sagen, welche das sind. Das ist die Jugendbildungsstätte Ludwigstein, die IB Jugendbildung Hessen, der Landesfilmdienst Hessen, Institut für Medienpädagogik, das Haus am Maiberg, das Bonifatiushaus Fulda, die BASA Bildungsstätte Alte Schule und das BSJ Marburg. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Becher, bitte schön. Würden Sie mir zustimmen, dass die Jugendbildungsstätten darüber hinaus, die nicht diese Anerkennung haben von freien Trägern, aber auch in kommunaler Trägerschaft, ein wichtiger Teil der Infrastruktur sind für Bildungsarbeit, für Vereine, für Schulen, auch wenn sie nicht unter diese 8 fallen? Herr Minister. Natürlich auch zahlreiche Träger, die eigenen Jugendbildungsstätten, Gruppenhäuser, Zeltplätze etc. auf der kommunalen, regionalen Ebene unterhalten. Auch deren Arbeit ist sicherlich eine wertvolle. Teilweise haben sie auch schon mit uns Kontakt aufgenommen. Aber für uns sind erstmal diese 8 genannten nach dem HKJGB die entscheiden. Ich sehe doch, Kollege Becher, bitteschön. Darf ich den Satz haben Kontakt aufgenommen so verstehen, dass es Problemanzeigen auch von dieser Seite gibt, die möglicherweise Existenzbedrohungen signalisieren oder Schließungen, weil das wäre ja auch wichtig, das mit im Blick zu haben. Minister Klose. Kontakt aufgenommen kann erstmal wertfrei sein, aber mit Sicherheit wird es auch darum gegangen sein, wie mögliche Liquiditätsengpässe überbrückt werden können. Dazu hatte ich ja gesagt, die konnten auch teilweise auf die bestehenden Programme verwiesen werden, sowohl auf das sogenannte Wirtschaftsprogramm, also die maximal 30.000 Euro, als auch auf das sogenannte Vereinsprogramm, also die maximal 10.000 Euro. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 307. Fragestellerin ist die Abgeordnete Böhm. Danke sehr, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie weit sind Ihre Gespräche mit Trägern zur Öffnung der Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb gediehen? Herr Minister Klose.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, mit den Trägern und Spitzenverbänden wurden auf Fachebene sehr konstruktive Gespräche zur Frage des eingeschränkten Regelbetriebs in Hessen ab dem 2. Juni 2020 geführt. Am 13. Mai hat im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration ein Gespräch mit den Trägern stattgefunden, an dem sowohl die Fachebene als auch ich selbst teilgenommen haben. Da es sich bei der Kinderbetreuung um eine kommunale Aufgabe handelt, hat sich die Landesregierung abschließend mit den kommunalen Spitzenverbänden am 19. Mai auf ein gemeinsames Vorgehen in Bezug auf den eingeschränkten Regelbetrieb verständigt. Gibt es Zusatzfragen? Kollegin Böhm. Ja, ich kenne nur dieses Papier gemeinsam mit den Spitzenverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden. Deswegen wäre meine Frage, mit welchen weiteren Trägern hat sich die Landesregierung tatsächlich verständigt? Herr Minister. Wir haben uns über das Konzept zur Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs mit den kommunalen Spitzenverbänden verständigt, weil diese unsere ersten Ansprechpartner in diesen Fragen sind. Gibt es Zusatzfragen, Kollegin Böhm? Ja, eine weitere Zusatzfrage. Eine Möglichkeit für Eltern, die keinen Kinderplatz finden, ist ja die Lohnfortzahlung. Weshalb hat die Landesregierung bisher nur 1,4 Millionen von den geplanten oder im Nachtragshaushalt eingestellten 200 Millionen Euro für die Lohnfortzahlung ausgegeben? Herr Minister. Ich kann Ihnen die Zahlen, die Sie da nennen, aktuell weder bestätigen noch dementieren. Und daher kann ich dazu nichts sagen, Frau Böhm. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 308. Wer übernimmt sie, Herr Schalauske? Der Kollege Schaus. Bitte schön. Ja, ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die formale Empfehlung der EZB als auch der BaFin als Aufsichtsbehörden, bis spätestens 1. Oktober 2020 keine Ausschüttungen vorzunehmen im Hinblick auf die Sparkassen und den Beitrag der Ausschüttung der hessischen Sparkassen bei der Finanzierung kommunaler Haushalte. Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schaus, in Vertretung für Herrn Abgeordneten Schalauske, mit der Empfehlung verfolgen die EZB und die BaFin das Ziel, dass eigentlich für die Ausschüttung vorgesehene Teile des Jahresüberschusses zumindest zunächst als Eigenmittel in den Instituten verbleiben sollen und somit in und nach der Corona-Krise die Kreditvergabemöglichkeiten der Institute nicht eingeschränkt werden. Auch wenn es sich lediglich um eine Empfehlung handelt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Sparkassen wie auch die anderen Kreditinstitute daran halten werden. Sieht man in dieser Empfehlung die Intention, die Leistungsfähigkeit der Institute zu erhalten, so findet sich dieser Grundgedanke auch in den Ausschüttungsregeln für die hessischen Sparkassen in § 16 Absatz 3 des Hessischen Sparkassengesetzes. Hiernach ist ein Drittel des Jahresüberschusses verpflichtend, den Rücklagen zuzuführen. Aus dem verbleibenden Betrag können, soweit dieser nicht zur weiteren Stärkung der Rücklagen benötigt wird, in angemessenem Umfang Abführungen an den Träger erfolgen. Nach dem Gesetz haben somit bei der Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses die Erhaltung der Stabilität und der Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie die Sicherstellung der Erfüllung des öffentlichen Auftrages oberste Priorität. Die Empfehlungen der Aufsichtsbehörden in der Corona-Krise und die für die Sparkassen geltenden Ausschüttungsregelungen weisen somit in dieselbe Richtung. Aus Sicht der Kommunen besteht der Zweck der Trägerschaft an einer Sparkasse darin, dass diese für ihren kommunalen Träger in dessen Gebiet Aufgaben der Daseinsvorsorge im Bereich der Finanz- und insbesondere der kreditwirtschaftlichen Versorgung erfüllt. Die Erwirtschaftung von Gewinnabführungen an den Träger ist somit kein originärer Zweck der Geschäftstätigkeit einer Sparkasse. Wie stets in der Vergangenheit sind in den Verwaltungsräten auch in den derzeitigen Krisenzeiten bei der Entscheidung über die Gewinnverwendung neben den, wie dargestellt, vorrangigen Bedürfnissen der Sparkassen die Interessen der Trägerkommunen an möglichen Ausschüttungen bewusst. Aber die Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen der Krise auf die künftige Finanz- und Ertragslage der Sparkassen sind nicht absehbar. Da die Gewinnthesaurierung in der Praxis die einzige Möglichkeit zur Stärkung der Eigenmittel und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Sparkassen darstellt, ist der Verbleib des erwirtschafteten Gewinns im Institut vor diesem Hintergrund folgerichtig. Dies gilt auch für den Fall, dass Träger Ausschüttungen bereits in ihrer Haushaltsplanung berücksichtigt haben sollten. Abschließend
weise ich darauf hin, dass die Sparkassen insbesondere in der derzeitigen Krise mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen ihren öffentlichen Auftrag erfüllen und auch im Interesse ihrer Träger die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die Kommunen mit Finanzdienstleistungen versorgen. Hervorzuheben sind dabei die Aufrechterhaltung der Kreditvergabe, die Auszahlung von Fördergeldern und Unterstützung der Kundinnen und Kunden durch zeitliche Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen bei. Dies alles trägt zur Erhaltung der Stabilität in den Regionen bei und sollte bei der Bewertung des Nutzens, den die Sparkassen für ihren Träger stiften, berücksichtigt werden, auch wenn erwartete Ausschüttungen in kommunalen Haushalten fehlen werden. Ich füge hinzu, man kann nicht danach rufen in Krisenzeiten, dass Aktiengesellschaften Dividendenauszahlungen aussetzen und dann von Sparkassen verlangen, dass sie ausschütten. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage ist der Kollege Schaus an die Kollegin Schardt-Sauer. Bitte schön, Herr Kollege Schaus, Sie haben die erste Zusatzfrage. So. Ja, Herr Minister, noch einmal eine Nachfrage, weil das ja nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern grundsätzlich sozusagen ein strittiges Thema ist. Gab es denn in der Vergangenheit eine Empfehlung Ihres Hauses an die Sparkassen, wie Sie generell mit Ausschüttungen an die Kommunen umgehen sollten? Zumal also auf dem Hintergrund dessen, dass das ja vor Jahren, wenn ich mich recht erinnere, auch vom Landesrechnungshof sozusagen problematisiert wurde. Herr Minister. Also, Herr Abgeordneter Schaus, über dem Landesrechnungshof ist natürlich nur der Himmel. Aber trotzdem haben die nicht immer recht. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, ich will es mal so rum sagen. Sie haben gemerkt, das habe ich ja gesagt, indem ich das Gesetz zitiert habe, dass allererste Priorität natürlich die Stärkung der Rücklagen ist. Und ich will das an dieser Stelle auch mal sagen. Wir blicken heute zurück nach 11 Jahren Finanzkrise. Und ein großes Problem damals der Bankenwelt war, dass sie zu wenig Eigenkapital hatte, dass sie zu viel Kredite vergeben hat mit zu wenig Eigenkapital und dass das dann zu Schwierigkeiten geführt hat. Und deswegen war die Stärkung der Eigenkapitalbasis von Banken, von Privatbanken, Volksbanken, Sparkassen aus meiner Sicht einer der wirklich richtigen Punkte, die als Lehre aus der Finanzkrise gezogen wurden. Das finde ich ausdrücklich richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass in bestimmten Bereichen dann Rechnungshöfe sich angeschaut haben, was für Besitze, in Anführungszeichen, haben Kommunen und sind dann darauf gekommen, dass teilweise eher ärmere Kommunen, sagen wir mal, Träger von Sparkassen sind, die lange Zeit nichts ausgeschüttet haben. Da würde ich an dieser Stelle immer sagen, kommt darauf an. Kommt darauf an, wie hoch beispielsweise die Eigenkapitalquote der einzelnen Sparkasse ist. Wenn eine Sparkasse super dasteht, eine sehr hohe Eigenkapitalquote hat, jedes Jahr deutliche Überschüsse einfährt und Ähnliches, würde ich sagen, natürlich muss dem Gesetz Genüge getan werden und erstmal die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Aber wenn dann noch Verwaltungsräte sagen, dass es verantwortbar ist, dass ausgeschüttet wird in einem bestimmten Umfang, dann ist das in deren Möglichkeit, solange alle Regeln eingehalten werden. Bei Sparkassen, die eher Schwierigkeiten haben, verbietet sich das aus meiner Sicht. Oder die eine Eigenkapitalquote haben, die zu gering ist. Und in der jetzigen Zeit finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, natürlich können Verwaltungsräte an dieser Stelle entscheiden, was sie wollen, nachdem die gesetzlichen Vorgaben eingehalten sind. Aber ich finde, dass wir angesichts dessen, dass wir uns in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden, dass nicht klar ist, ob alle Kredite auch in Zukunft bedient werden können, dass es weitere ein großes Interesse auch der Kommunen geben muss, dass ihre Sparkassen weiter Geld auch als Kredite an die örtliche Wirtschaft vergeben können, dass Sie gut beraten sind, an dieser Stelle diesen Hinweisen Folge zu leisten. Dankeschön. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Schardt-Sauer. Ja, vielen Dank. Herr Minister, Sie haben ausgeführt, dass man an der Eigenkapitalsituation der Sparkassen, dass das ein primäres Ziel sein muss, hat uns ja dankenswerterweise, ich glaube, es war vor gut einem halben Jahr, der Hessische Rechnungshof seinen Bericht erläutert, seinen aktualisierten Bericht und gesagt, die sind echt alle gut proper gefüttert und stehen gut da.
weitgehend ist das Eigenkapital über soll erfüllt und hat angemahnt die Ausschüttung. Wir wissen ja alle, das ist ein Politikum und da zielt meine Fragestellung ab. Hat die Landesregierung oder haben Sie in Ihrem Haus, kennen Sie, wie viel Prozent, über was reden wir überhaupt? Hier reden wir über die graue Theorie. Wie hoch ist der Prozentsatz der Sparkassen in Hessen, die überhaupt vom Gewinn etwas ausschütten? Herr Minister. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aus dem Gedächtnis. Ich will Ihnen nur mal sagen, Stichwort regelübererfüllt, weil ja die Frage ist, darauf bezieht sich ja der Rechnungshof, was sind die Regeln, die Eigenkapitalregeln für Sparkassen? Und ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, dass aus meiner Sicht, wenn wir über Eigenkapitalanforderungen reden, generell an Banken, Volksbanken, Sparkassen, aus meiner Sicht die Eigenkapitalquote eine der besten Risikovorsorgen ist, die man haben kann, für was auch immer kommt und die teilweise natürlich sehr viel weniger Aufwand hat als die Klassifizierung von jedem einzelnen Firmenkredit in, ich sag mal, 23 unterschiedliche Risikoklassen. Das müssen die trotzdem, aber aus meiner Sicht wäre eine gesellschaftliche Debatte, die vielleicht spannend wäre, als eine der Lehren aus der Finanzkrise ist ja die stärkere Risikoklassifizierung, damit man ungefähr weiß, in Anführungszeichen, welche Kredite sind faul oder könnten faul werden oder sind wie auch immer. Und aus meiner Sicht, das wissen alle, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, ist die Einteilung in die unterschiedlichen Risikoklassifikationen bei über 20, naja, also ob man jetzt bei 10 oder 11 ist, da gibt es Regeln für, das ist auch viel Aufwand. Aus meiner Sicht wäre eine eher höhere Eigenkapitalquote eine Möglichkeit, auf der anderen Seite bestimmte Voraussetzungen dann zu lockern, weil man dann weiß, selbst wenn irgendwas mal passiert, fällt die Bank nicht um. Deswegen ist das eine, ich würde es mal so sagen, eine Geschmacksfrage. Aus meiner Sicht ist mehr Eigenkapital auch über die Regeln hinaus am Ende immer gut. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Ruhl. Herr Minister, teilen Sie die Auffassung, dass wahrscheinlich die Empfehlung der BaFin, der Bundesbank, vor allen Dingen daher rührt, dass mit Basel III die Kapitaldefinitionen insgesamt verschärft wurden, eben die Eigenkapitalanforderungen verschärft wurden und dass Sparkassen eben nicht nur eine Gewinnerzielungsabsicht haben, sondern vor allen Dingen eben auch dafür da sind, regional die Wirtschaft mit Finanzmitteln, sprich mit Krediten zu versorgen und dass, wenn man eben das Eigenkapital zu weit nach unten fährt, eben diese Geschäftstätigkeit der Sparkassen oder die Möglichkeiten der Sparkassen einschränkt und dass das eben auch Hintergrund dieser Empfehlung sein kann. Herr Staatsminister. Ja, Herr Abgeordneter, das ist der Sinn sozusagen der generellen Eigenkapitalstärkung, dass man an dieser Stelle Risiken minimiert, damit Banken das, was sie machen sollen, dafür gibt es sie ja. Deswegen ist am Ende auch im deutschen Drei-Säulen-System die regionale Verankerung der Sparkassen an dieser Stelle so wichtig, ihre Aufgabe erfüllen können. Beim konkreten Wunsch jetzt der EZB geht es aber speziell um Corona. Also ich kann Ihnen das mal vorlesen. Das ist vom 27. März die Presseerklärung der Europäischen Zentralbank. ECB asks banks not to pay dividends or buy back shares during COVID-19 pandemic. Recommendation concerns dividends for 2019 and 2020, at least until October the 1st, 2020. ECB expects banks to keep funding households, small businesses and corporations. Da merken Sie es schon genau. Die sagen, ihr müsst an dieser Stelle, wenn ihr ein Problem perspektivisch bekommt, weiter eure Aufgabe erfüllen können. Und dazu passt nicht, selbst wenn ihr letztes Jahr ein gutes Geschäftsjahr hattet, dass ihr jetzt sozusagen ausschüttet. Und ich darf mal darauf hinweisen, dass gerade jetzt weiß nicht, ob sie schon beendet ist, die virtuelle Hauptversammlung der Fraport läuft. Auch die werden, obwohl sie letztes Jahr viel Gewinn gemacht haben, dieses Jahr nichts ausschütten. Und das tut übrigens uns auch weh,
als Land Hessen und dem Finanzministerium, weil dann weniger Einnahmen kommen. Aber es ist ausdrücklich richtig, weil eine Firma in einer schwierigen Situation kann vielleicht im letzten Jahr gute Geschäfte gemacht haben, aber dieses und nächstes Jahr Probleme bekommen. Dann muss sie versuchen, alles beisammen zu halten, damit sie auch weiter leistungsfähig ist. Ja, danke schön, Herr Staatsminister. Ist schade, aber wir sind am Ende der Fragestunde angekommen.